Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Part. Let's Play Mario Land 2. Wir sind in der Mario-Zone. Los geht's! Ah ja. Okay, hier sind überall Zahnräder. Können wir alles abkürzen. Weiter geht's. Aha. Aha. Nein, nicht so. Fuck. Okay, jetzt sind wir ganz klein. Dank meiner Dummheit schon wieder. So, hier ist so ein Sägending. Sägeblatt. Oh, du bist mein Sägeblatt. Nicht mein Herzblatt, sondern mein Sägeblatt. Scheiße, wie kommen wir jetzt weiter? Nee. Ach, so geht's weiter. Oder auch nicht. Ah ja, so geht's. Okay, wir hätten da gar nicht wirklich das Risiko eingehen müssen mit dem Sägeblatt, gerade eben. Ach. Okay, jetzt. Jetzt haben wir auch den Zwischenspeicherpunkt. Jetzt sollte doch alles glatt laufen. Übrigens, in diesem Level gibt es kein Secret. Aber hier gibt es ein Leben. Aber wir müssen da jetzt außen rumlaufen. Kommen wir da noch ran? Oder ist es verschwunden? Okay, das sind Schrauben. Selbst die Schrauben wollen uns umbringen. Und es funktioniert. Jetzt dann Mario so im Himmel vor Petrus. Und wie bist du gestorben? Durch eine Schraube. Eine Schraube hat mich umgebracht. Und er so. Naja, hier können wir weiter. Hier ist das Ziel. Aber wir schauen jetzt mal hier weiter. An! So. Was ist denn hier alles versteckt? Dass man es so versiegeln muss. So, jetzt ist nichts mehr da. Ein Herzchen haben wir dafür bekommen. Was uns sofort wieder versucht zu entbüchsen. Nicht, du bleibst da. So. Ah. Okay, bam, fertig. Gut, ich will jetzt gar nicht sagen, wo Mario jetzt ist. Wir sind jetzt in den Eiern von Mario. Und weil wir jetzt in den Eiern von Mario sind, sind hier lauter Eier. So. Ne, also das geht in Marios Eiern ab. Lauter solche Dinger da, die Kanonen schießen. Schießen. Kapiert. Ja, und er ist auch ganz stachelig, also horny, weil deswegen sind wir lauter Stacheln. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Dieses Video ist jetzt ab 18. Ja, sorry, das war Karma. Das war Karma, weil ich so... Ja! Okay, springen wir mal über seine Stacheln drüber. Okay, gibt's hier was Vernünftiges? Ja, was... Ach, das versuchst du schon wieder... Das versuchst schon wieder abzuhauen. So, hier, rühren. Hier geht's nicht weiter, aber hier.
So, wo sind wir denn da? Okay, hier ist wieder so ein Gumba. Gumba, dummer Gumba. Ah ja, da waren wir schon. Hier ist das Herzchen. Gut, schauen wir nochmal hier runter. Ist hier was? Nee, hier ist nichts. Ach, hier kommen wir wieder hoch. Okay. Ja gut, okay. Hat sich ja gar nicht rentiert. So, dann klauen wir mal seinen Ball. Theoretisch kann man auch so über die Stacheln rüberspringen, aber... Puh. So, können wir hier weiter? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, hier gibt es auch kein Secret in diesem Level. Ah, jetzt fängt es zum Laggen an, weil hier so viele bewegliche Objekte sind. Für die Framerate! So, jetzt ist die Frage, welche... Wo gehen wir hoch? Weil es gibt ja nur... Ne, hier oben gibt es Objekte. Und je nachdem, wie wir jetzt hingehen, desto bessere Objekte gibt es. Ich glaube, hier war ein geiles. Ja. Hier hätte man einen Goomba bekommen. Alles klar. Für die Framerate! Das sind die Framerate-Killer. Naja, eigentlich hätte man diesen Ball hier nochmal benutzen können. Ah ja, genau, da kommt er wieder. So, kommen wir jetzt hier irgendwie zur Glocke hin? Ja, einfach springen, ne? Genau. Also, was kriegen wir denn hier? Ja, eine Karotte nehme ich gerne. Ich mag die Karotte mehr als diese Schießding. Okay, jetzt sind wir in der Zunge von Mario. Zuerst in den Eiern und jetzt in der Zunge. Geil. Und Level 1 war Füße. Also wir haben einen Fußfetisch, einen Eierfetisch und jetzt einen Leckfetisch. Jetzt ist das Video echt ab 18. Okay, los geht's. Okay. Okay, alles klar. Was geht denn in Marios Zunge ab? Was ist das? Na ja, gut, eigentlich können wir da drüber springen. Bei meinen Speedruns, da bin ich immer hier rüber gesprungen. Ich glaube, da habe ich sogar einmal hier. Ja gut, das kann man so auch machen. Ich habe es jetzt, glaube ich, so gemacht. Okay, schauen wir mal, was hier oben ist. Ah, da brauchen wir so eine... Da brauchen wir so eine Feuerblume. Wenn wir eine finden jetzt auf die Schnelle, dann... Hier wieder so eine Fake. So, hier können wir drüber springen. Das, ja, das unten gibt es zwar Münzen, aber... Pff. Ah ja, hier haben wir die Feuerblume. Los, ich glaube, ich laufe jetzt nicht zurück. Ich beende das Level jetzt. So, mal schauen, wie kann man das hier abkürzen? Ich glaube, so war das. Haha! Jawohl, that's it. Easy, wenn man die Karotte hat.
Okay, und das ist sein Kopf. Lauter Lego-Steine. Genau, Mario kann nur an Lego-Steine denken. Entschuldigung, Klemmbausteine. Hier gibt, achso, ja, hier gibt es zwei Wege, ne? Nehmen wir mal den unteren Weg. Mensch, ich bin immer so schnell, Entschuldigung. Ja, hier gibt es viele Münzen, aber auch sehr viel Gefahren. N und B, was ist denn das? Größer. Oh Gott, er ist dunkel geworden. Er ist verbrannt. Okay, das ist rassistisch. Entschuldigung. So, hier ist ein Money-Sack. Warum sind wir das Kleine? Ich hab mich geduckt. Ich hab mich geduckt. So, die drei kleinen Schweinchen. Das erste Schwein wohnt natürlich in einem Holzhaus. Und wir sind der große böse Wolf und zerstören jetzt die Häuser. Oder die Schweinchen. Ja, und die werden immer brutaler, je nachdem, wie oft wir sie getroffen haben. Der springt jetzt. Das ist der mit dem Holzhaus. Easy. So, und jetzt der in dem Steinhaus, der ist natürlich am schwierigsten, weil er sehr hoch springt. Also es sind quasi drei Bosse. Nein. Oh. Ah. Nein. Das war knapp. Ah, wie er jetzt schaut. Ja, der große böse Wolf wurde besiegt. So, hier kommen wir einfach so durch. Klein zu sein hat seine Vorteile. Man kommt überall durch. Okay, nächster Versuch. Als Kind hatte ich da immer Probleme bei denen. Wahrscheinlich, weil ich nicht das passende Timing hatte. Aber mittlerweile kenne ich das Schema, wie die so sich bewegen. Das ist quasi wie bei Dark Souls, ja? Da muss man auch irgendwann mal das Schema der gegnerischen Angriffe kennen, dann weiß man das auswendig und dann schafft die Bosse eigentlich im 0, nichts. Ja, sagt sich so leicht. Warum können wir nicht einfach hier beim Bosskampf starten? Warum muss man sich hier wieder bis zum Level vorarbeiten? So, der erste ist easy. Der zweite. Der ist auch noch okay. Aber der dritte, der ist der böseste. Okay, wir haben jetzt ein Leben verloren, aber egal, Bosskampf bestanden. Das ist unsere vorletzte Münze. Jetzt brauchen wir nur noch eine und die gibt es hier unten. Die Turtle-Zone. Und hier gibt es wieder ein Geheimlevel. Also, bis dann, euer Janka. Ciao.